So, hallo liebe Mitmenschen, liebe Mitmenschen. Hier sitzen der Jan Minagawa, das bin ich, und der Dirk Jeckel, das ist der junge Mann hier neben mir. Hallo. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, habe ich gerade mal rekapituliert, seit 21 Jahren. Und haben uns immer wieder über Technik ausgetauscht und uns gegenseitig spannende Dinge erzählt. Und auch das ist sozusagen der Plan für heute. Ich beschäftige mich seit, so anderthalb Jahren immer mal wieder mit Matrix. Und zwar mit Matrix, um das ganz klar zu machen, dem Protokoll, nicht dem Film. Wobei, dem Film habe ich mich auch beschäftigt, aber nicht so intensiv wie mit dem Protokoll. Und Ziel der heutigen Veranstaltung ist, dass ich dem Dirk mal so ein bisschen das erzähle, was so mit Matrix gerade Stand der Dinge ist. Und ihr könnt einfach zuhören und zuschauen und was lernen. Ich hoffe, dass wir irgendwie viele interessante Dinge rund um Matrix erörtern können oder zusammentragen. Und das Ganze ist so ein bisschen so ein State of the Matrix-Ökosystem 2021 und am Ende raus vielleicht noch ein Zukunftsausblick, wo es hingehen kann. Ich so. Ja, wir haben gedacht irgendwie, wir gucken hier einfach mal auf diesen Bildschirm. Ich bin nicht im Bilde, ja. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Corona-Sicherheitsabstand. Corona-Sicherheitsabstand. Wo ist eigentlich dieser Lüfter? Den hätte ich jetzt gerne. Ja. So. Also, ich meine, die erste Frage ist sozusagen nochmal, um kurz irgendwie zu klären, dass wir auf demselben Stand sind, was Matrix eigentlich ist. Matrix ist kein Chat, Matrix ist auch kein Chat-Client, sondern Matrix ist ein Protokoll. Und zwar ein Protokoll oder ein Standard, um dezentral Daten auszutauschen, vor allen Dingen auch Echtzeitdaten, also relativ schnell. Dass man Daten austauschen kann zwischen verschiedenen Systemen. Das können auch Clients sein, das können Server sein. Und deswegen ist es halt sehr gut für Chat geeignet. Und dieses Matrix-Protokoll wird auch hauptsächlich für Chat benutzt. Und das Schöne ist halt, dass sozusagen in Matrix wird halt geregelt, wie dezentrale Systeme, also föderierte Systeme, sich einen Chat-Verlauf oder so einen Verlauf, der zu einem Topic, zu einem Channel gehört, wie die den vorhalten und auch im Falle von Konflikten, weil zum Beispiel einer der Parteien gerade nicht da ist, weil kein Internet da ist oder der sein Gerät ausgeschaltet hat, wie der dann später wieder eine komplette Kopie von diesem Chatverlauf oder halt von dieser Ansammlung von strukturierten Daten, also beliebige JSON-Objekte können das sein. Warum ich das so elaboriere, ist, weil ich glaube, es relativ wichtig ist, dass halt Matrix zwar als Chat gesehen wird, aber dass die Technologie dahinter noch viel mehr Möglichkeiten bietet. Aber dazu später mehr. Dann ist Matrix im Vergleich zu vielen anderen Systemen ein offener Standard. Das ist jetzt so für uns irgendwie jetzt nichts Besonderes, aber in dem Bereich Chat-Systeme ist das was Besonderes. Weil es gibt ganz viele Chat-Systeme, also so diese ganzen großen Marken, Telegram, WhatsApp, Threema, Signal, Viper, Skype, Slack, die haben alle auch irgendwie einen Standard und eine API, aber die ist nicht offen und da kann man auch nicht mitreden. Das ist bei Matrix anders. Da kann man unter matrix.org Proposals stellen und an Proposals mitarbeiten. Und dann wird daraus immer eine neue Version des Matrix-Protokolls rausgebracht. Also es ist ein monolithischer Standard, der zwar Ergänzungen hat, aber eben erstmal monolithisch gibt sozusagen Matrix das Protokoll und dann immer in nach oben gehenden Versionen. Dass das alles irgendwie seine Richtigkeit hat, da guckt die Matrix.org Foundation drauf. Genau. Ja, was kann das Matrix-Protokoll? End-to-End-Verschlüsselung ist einfach Standard, also dieses ganze Verschlüsselungsgeraffel, also Erzeugen von Schlüsseln, Austauschen von Schlüsseln, Multi-Devices, sodass ich also meine Schlüssel auch von einem Gerät auf dem anderen Gerät benutzen kann. Dass also Multi-Device wirklich funktioniert, ist ein wichtiges Feature bei Matrix.
oder beim Matrix-Protokoll. Und es gibt verschiedene Subsets von APIs. Zum einen gibt es die Client-Server-API, also wie ein Matrix-Client mit einem Matrix-Server kommuniziert. Dann gibt es die Server-Server-API, wie also ein Server, wie zum Beispiel mein Home-Server, mit deinem Home-Server kommunizieren kann. Das ist die Federation- oder Server-Server-API. Und dann gibt es da noch so ein Zwischending, was man vor allen Dingen für Bridges braucht oder für Bots. Das ist im Prinzip sowas wie die Client-Server-API, aber hat noch ein paar Calls mehr. Die kann sozusagen für mehrere User agieren oder auch direkter mit so einem Home-Server Dinge tun. Das ist eben für Applikationen oder für Bots und Bridges eine ganz gute Angelegenheit. So. Und überspielen, sagt er. Dann ist es so, dass ich einen Ausblick mal auf das, was passiert denn eigentlich mit dem Matrix? Also sozusagen diese technische Spezifikation gibt es jetzt seit, ich glaube, 5 Jahren, mehr oder weniger. Und in der Welt da draußen haben die wenigsten Leute außerhalb dieser Techniksphäre von Matrix was gehört. Aber das, was passiert ist, gerade jetzt so in Deutschland, ist halt, dass zum einen gab es, glaube ich, vor 2 Jahren so das erste Mal, dass so Matrix in Deutschland durch die Presse ging, als die Bundeswehr auf der Suche nach, was ist der neue Messenger für die Bundeswehr, sich dafür entschieden hat, das Matrix-Protokoll zu benutzen. Also unter BW-Messenger gibt es von der Bundeswehr einen Messenger, der dafür die Soldaten ist, was natürlich schon so ein bisschen so eine Frage aufwirft, wie sicher ist das? Also die haben das ja nicht irgendwie ohne Grund genommen und werden das hoffentlich auch gut geprüft haben. Und dann hat sich auch in den letzten 2 Jahren hat sich halt Matrix in Deutschland auch natürlich aufgrund irgendwie der ganzen Corona-Remote-Situation so in viele Schulen, Universitäten, Landesinstitutionen, Verwaltungen so langsam eingeschlichen. Weil Matrix halt im Vergleich zu vielen anderen Lösungen erstmal was ist, was entweder selber gehostet werden kann oder wo man eine dedizierte Instanz bekommt und sagen kann, hier, da kommen sozusagen eben auch nur Leute aus dieser Instanz rein, aber es auch eine Federation geben kann, das heißt meine Instanz oder die Instanz meiner Schule kann dann auch mit einer anderen Instanz kommunizieren. Und dann, jetzt muss ich doch mal hier irgendwie zurück auf meine Folien kommen. Okay, dann wenn du ich kurz, kann ich meinen Server auch privat machen, also dass er nicht mit anderen spricht? Ja. Okay. Genau, du kannst Federation einschalten und ausschalten. Du kannst auch whitelisten. Also kannst auch sagen, ich will nur mit dem und dem Server. Genau, das kannst du also auf der Home-Server-Ebene. Und du kannst das aber auch zum Beispiel auf Kanalebene machen. Du kannst also auch für einen Kanal sagen, ich lasse hier nur Leute aus meinem Home-Server rein. Die Federierten, die da ankommen, die kommen da gar nicht rein. Also auch so eine Geschichten sind machbar. Ich meine, das ist sowieso, das Tolle an dem Matrix-Protokoll ist, dass das gebaut ist, um wirklich extrem viele unterschiedlich gelagerte Fälle von Chat- oder Messaging-Szenarien abbildbar zu machen. Das heißt, es ist irgendwo nicht nur ein Protokoll, sondern auch ein Toolset, um wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt doch, glaube ich, der eine oder andere hat irgendwie schon so die Idee bekommen, dass das mit dem Chatten irgendwie eine ganz gute Idee ist oder eine ganz gute Praxis. Und jetzt muss man sich aber auch schon überlegen, wie will man denn eigentlich chatten? Will man irgendwie für jedes Problem einen extra Raum haben? Will man Räume haben, wo jeder drin sprechen kann oder wo man erstmal sich vorstellen muss? Oder hat man so einen Supportraum, wo man irgendwie erstmal mit einem Bot redet, der irgendwie Probleme abfragt oder was auch immer? Und all diese unterschiedlichen Szenarien sind auf der Protokollebene von dem Matrix-Protokoll super abbildbar. Und auf der Client-Ebene gibt es halt einfach sehr viele Clients. Ja, im Vergleich zu jetzt, wieder zum Vergleich zu den existierenden Chat-Systemen, da gibt es halt meistens 1 oder 2 Clients, die es dann noch für verschiedene Plattformen gibt. Aber so im Groben und Ganzen gibt es jetzt nicht 20 verschiedene Telegram-Clients. Aber es gibt halt 20 verschiedene Matrix-Clients, die halt auch von dem Use-Case sehr unterschiedlich sind.
Hast du noch eine weitere Frage gerade? Ich habe noch ein paar Fragen, ja. Also mich erinnert das sehr an Jabber, muss ich sagen. Also XMPP, was ist denn an Matrix besser als an Jabber? Es ist nicht XML. Okay. Was ist es auf Protokoll? Es ist, es ist JSON, genau. Okay. HTTP, API um JSON drumherum. Dann ist es, also das eine, was ich gesagt hatte mit diesem monolithischen Standard, ne? XMPP war halt ein Standard, der dann mit vielen Erweiterungen zu dienen hatte. Es ist also einheitlicher. Es ist einheitlicher. Jeder Client unterstützt entweder eine Version und dann alles dieser Version oder eben die vorherige Version und dann alles aus der vorherigen Version. Genau. Okay. Genau. Und eine Sache bei Jabber ist ja auch, dass der Gruppenchat server-hosted ist. Das ist bei Matrix auch nicht so, ne? Denn da gibt es keinen Server, der den Gruppenchat hostet, sondern alle User haben immer alle in der Gruppe lokal. Und wenn irgendein Server wegbricht, dann stört es nicht den Gruppenchat, richtig? Nee, genau. Es ist nochmal so, also es gibt sozusagen von der Architektur her, gibt es den User mit seinem Client. Und der hat einen Home-Server. Und dieser Home-Server, der arbeitet für ihn. Und da kann man also wirklich nochmal so bei diesem Konzept, was ist so ein Home-Server, muss man nochmal... So ein Cache, oder? Ja, also es ist in der Praxis macht es zum Beispiel Sinn, dass der Home-Server bei dir zu Hause auf deinem Router läuft. Dass der wirklich auch in deinem Home läuft. Mhm. Weil auf diesem Home-Server willst du noch andere Dinge, wie zum Beispiel deine Bridges laufen lassen. So, dass du bei Bridges, sagen wir mal, du möchtest jetzt, also so ein Bridge an sich, bridgt halt das Matrix-Netz in ein anderes Netz oder ein anderes Netz in das Matrix-Netz oder beides. Oder auch ein anderes, sagen wir mal, Telegram in Matrix und von Matrix in Signal. Und das passiert auf deinem Home-Server im günstigsten Falle. Und da willst du natürlich volle Kontrolle drüber haben. Weil da läuft halt ein Signal-Client, Telegram-Client, LinkedIn-Client, Twitter-Client, was auch immer. Und das willst du ja nicht, dass das unbedingt auf irgendeinem Server läuft. Und das ist eben die Aufgabe von diesem Home-Server. Und der Home-Server, der, wenn du jetzt einen Chatraum joinst, dann sagst du deinem Home-Server, ey Home-Server, geh mal bitte da drüben zu dem Chatraum, join den und besorg dir eine lokale Kopie. Und solange du sozusagen mit, sagen wir mal, du hast irgendwie jetzt deinen Dirk-Chat-Server und ich habe meinen T-Chat-Server, dann haben wir beide von einem Channel eine Kopie davon. Und wenn die sich gerade nicht sehen, dann poste ich halt wild in meinen Raum rein und du denkst irgendwie, da kommen keine Updates, aber in dem Moment, wo die sich beide wieder sehen, wird alles, was ich gemacht habe, zu dir rübergespielt und dann kommen die in deinem Client an. Und so ist sozusagen, wenn das halt multiple Clients sind oder multiple Home-Server, ist das sozusagen egal für das ganze System. Aber wenn wir beide jetzt wie zum Beispiel auf dem Matrix Seabase-Server sind, können wir uns beide immer noch unterhalten, auch wenn der Rest der Welt sozusagen gerade nicht gesynkt wird. Okay, das heißt, für den Gruppenchat gilt, wenn ein Server von den Beteiligten wegfällt, dann sieht der halt nichts mehr und kann auch nichts mehr schreiben, aber der Gruppenchat findet weiter statt. Der findet sogar für den einen, der da raus ist, sozusagen, für den auch immer noch. Der schreibt halt alleine in seiner Gruppe. Ach so. Aber sozusagen ist es nicht mal kaputt. Okay. Ja. Was natürlich in so Szenarien wie ich chatte in der Bahn, ja, ist das halt super toll. Ja, wenn ich so einen Chat-Server habe, der lokal in der Bahn ist, so der lokale Matrix-Zug-Chat, dann kann ich da chatten und alle im Zug können sich miteinander unterhalten, auch wenn gerade kein Internet da ist. Also würde es tatsächlich Sinn machen, auf meinem Notebook meinen eigenen Server zu haben? Oder ist das dann nicht so sinnvoll? Doch, das würde auch Sinn machen. Und es ist auch so, dass gerade im letzten Jahr viel an der Peer-to-Peer-Variante von Matrix gearbeitet wurde. Und das ist auch eine Richtung, in die die Matrix Foundation bzw. Elements gehen möchte. Es gibt einen alternativen Server, Dendrite heißt der, der auch in einem Browserfenster laufen kann. Und da wird dran gearbeitet, dass in einem Peer-to-Peer-Netz eben du einen Server hast, der gleich auf deinem Endgerät läuft und somit sozusagen du auf dem Endgerät einen Client und deinen Home-Server hast.
Und dann, weil wir gerade bei Fragen sind, ich kann mich noch gut erinnern, bei XMPP gab es das Problem für mobile Clients, dass zum Beispiel jede Presence Notification irgendwie geschickt wurde vom Server, also die Leitung immer offen gehalten wurde. Gibt es da was bei Matrix, dass der mobile Client nicht die ganze Zeit online sein muss und nicht die ganze Zeit, also dass man sozusagen Notifications noch kriegt über einen Side-Channel? Ja, also es gibt verschiedenste Komponenten im Matrix-Ökosystem und einer davon ist ein Push-Server. Okay. Das heißt, da wird ein Kanal aufgemacht zu dem Endgerät. Und wenn neue Messages rankommen, dann werden die an den Push-Server zugeteilt. Je nachdem, wie der konfiguriert ist, sagt der halt deinem Endgerät Bescheid. Das ist so das eine. Und es geht aber auch über Google Push Notifications, also über FCM. Genau, Firebase, wenn da gibt es sozusagen. Oder wie das alles heißt. Ja. Okay, das waren alle Fragen, die ich bisher hatte. Jetzt geht der Bildschirm hier aber immer noch nicht. Jetzt geht der Bildschirm immer noch nicht. Aber gut. Vielleicht geht ja der Bildschirm hier. Habt ihr einen Bildschirm von mir? Ja, das sieht doch gut aus. Dann gucken wir auf den Bildschirm hier. Genau, ich wollte einmal mit dir irgendwie kurz in die Architektur reinfliegen. Da habe ich ja natürlich jetzt schon ein paar Sachen irgendwie vorangenommen. Genau, also hier ist sozusagen, sieht man nochmal diese Client-Server. Achso, das ist übrigens, mal die URL einblenden. Das ist specmatrix.org, auch so ein Resultat des letzten Jahres. Eine neue, schöne Dokumentationsseite, wo die ganze Spezifikation zu sehen ist. Genau, es gibt generell gibt's irgendwie User. Bei Usern, das muss man sich vielleicht auch nochmal irgendwie angewöhnen, also Usernamen im Matrix-Universum fangen immer mit @ an, so wie irgendwie Twitter-Handles und dann ein Name, dann Doppelpunkt die Domain. Während Räume mit einem Ausrufezeichen, dann der Ausrufezeichen, dann der Name und dann Doppelpunkt Domain sind. Genau. Räume, Identities. So, und dann gibt es sozusagen, genau, es gibt halt Räume und dann gibt es noch so, das ist sozusagen eigentlich die grobe Struktur. Alles in Matrix findet in Räumen statt, also auch wenn wir jetzt direkt miteinander reden, ist das nichts weiter, als dass wir einen Raum aufmachen, wo wir beide reingehen und damit halt festlegen können, was sind die Eigenschaften unserer Kommunikation, ist es verschlüsselt, gibt es eine History, dürfen Leute da rein, wer darf da posten und so weiter. Es gab zwischendurch auch etwas, was Communities waren. Das war so, um mehrere Räume zusammen zu organisieren. Das wurde jetzt im Jahr 21 abgelöst durch Spaces. Spaces sind im Prinzip Räume, in denen Räume organisiert werden. Und so kann man zum Beispiel einen Seabase-Raum machen und da packt man dann halt verschiedene Channels, also einen Seabase Space und da packt man halt verschiedene Channels rein, die alle irgendwas mit Seabase zu tun haben. Und das macht man jetzt als User, nicht als Server-Administrator, sondern als User organisiere ich mir den Space. Genau, ja. Wenn dein Server-Administrator dir das zulässt. Also Matrix hat sehr viele Möglichkeiten, die ACLs zu setzen auf Raumebene. Und da auch verschiedenste Rechte zu setzen und so kannst du das sozusagen sehr fein abstimmen. Darf der jetzt einen Space machen oder darf der einen nicht machen? Und darf der auch, also das Schöne ist dann, wenn du halt so Spaces hast, nimmst du User rein und dann könnte man auch sagen, diese User haben ein bestimmtes Set von Rechten für alle Räume, die da drin sind. So, zum Beispiel, die dürfen da zwar alle Räume sehen, aber nichts posten oder die sind überall gleich Admin. So, das kannst du dann auch über Spaces machen. Genau, und die Objekte, ich meine, was natürlich auch so beim normalen Chatten irgendwie wichtig ist, ist so Binary-Objekte, also wenn jemand Bilder postet oder so, da ist es halt so, dass der User legt diese Daten ab und das sind dann Media-Objekte, mit denen so ein Matrix-Server dealen muss. Und die werden natürlich auch in einem verschlüsselten Chat, werden die halt auch als verschlüsselte Objekte abgelegt. Das heißt, der Home-Server selber, der surft zwar das Objekt, aber das Objekt ist verschlüsselt. Also nur die Partys, genau, die Partys, die das entschlüsseln können, die können sich das holen und dann erst sehen in ihrem Client.
Genau. Hier zu den Spezifikationen. Wie gesagt, also Client-Server, Server-Server, diese Application-API. Dann Identity-Service ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Das ist, damit externe IDs, also sowas wie eine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Skype-Handle oder was auch immer, gemappt werden kann auf deine Matrix-ID. Weil halt ein wichtiger Punkt ist, dass das Matrix-System eben wirklich so, und jetzt kann man noch ein bisschen diese Referenz zu diesem Film hinkriegen, es schafft, in diese anderen Welten reinzugehen, so in diese Telegram-Welt. Und also ich benutze halt hauptsächlich meinen Matrix-Client, um mit Leuten in Telegram zu reden, aber das kriegen die gar nicht mit. Es ist sozusagen, ich sitze so, also wenn ich durch die Matrix auf deren Welt zugreife, aber für mich ist das halt, ich sehe halt Telegram, Signal, WhatsApp, Matrix, LinkedIn, das alles in ein und demselben Client. Und in dem Interface hast du dann da einen Telegram-Raum? Nee, einen Telegram-Space, in dem alle Telegram-Räume sind? Oder wie stelle ich mir das vor? Wie? Das ist eine gute Frage. Nee, habe ich nicht, weil ich unterscheide ja in meinem Leben nach Menschen, nach sozialen Netzwerken. Ja. Das heißt, ich habe einfach einen Raum, da ist der Dirk drin und der ist vielleicht auch in einem Space oder in mehreren Spaces drin, aber ist es mir egal, ob das in Signal, Telegram, Matrix oder WhatsApp stattfindet, weil ich will ja mit dir reden. Und das ist sozusagen auch das, was ich auf so einer also das eigentliche Problem, was wir halt haben, ist ja nicht ein technisches. Das eigentliche Problem ist, dass wir riesengroße Kommunikationsfirmen haben, die es seit 2 Jahrzehnten schaffen, uns zu splitten nach irgendwie, du bist in deren Silo. Ja, das fing irgendwie mit ICQ und MSN an, dass einfach die Leute irgendwie nicht miteinander reden konnten. So. Und das ist irgendwie jetzt bei Facebook Messenger und Signal und WhatsApp genau dasselbe. Und das muss aufhören. Und es kommt ja inzwischen auch in der Politik an. Ja. Es wird über Interoperabilität von Messengern geredet. Mhm. Und es wird gerade, es geht dann immer sehr schnell in so eine technische Debatte. So, ist das möglich? Und ja, das ist möglich. Also wir haben heute mit dem Matrix-Protokoll und auch mit der Software, die da ist, bereits eine Technologie, die das möglich macht, das alles zusammenzubridgen. Bis vor kurzem, bis vor 3 Monaten oder so. Warte mal. Telegram, okay, aber Telegram verschlüsselt auch? Ja, Telegram verschlüsselt auch. Im Matrix-Client, also du hast im Matrix-Client Leute, die nur Telegram haben. Nehmen wir an, es gäbe jemanden, den du kennst, der hat nur Telegram. Ja. Und mit dem kannst du trotzdem verschlüsselt mit dem Matrix-Client kommunizieren. Ich kann mit dem verschlüsselt kommunizieren. Jetzt muss man nochmal irgendwie klarstellen, was verschlüsselt heißt. Ne? Ja. Also end-zu-end verschlüsselt. Heißt ja, dass mein Hirn erst das entschlüsselt und sein Hirn. Also insofern ist End-to-End-Verschlüsselung ist erstmal ein Mythos, den es meines Wissens nicht gibt. Aber von Gerät zu Gerät, wo sozusagen das Gerät der Einfallsvektor ist, das funktioniert, naja, nicht komplett. Okay. Aber von Brücke zu Gerät, das heißt dieser Home-Server, den ich vorhin meinte, den will man möglichst nah an sich dran haben. Den will man nah an sich dran haben und unter Kontrolle haben. Ja, am besten irgendwie mit einem ordentlichen Betriebssystem. So, dass man da sozusagen weiß, hier wird... Der spricht quasi, die Brücke spricht Telegram und... Oder Threema, gibt es auch eine Threema-Brücke? Nee, da wird dran gearbeitet, aber ich habe jetzt nichts gesehen, was schon funktioniert. Okay, also die Brücke implementiert die End-zu-End-Verschlüsselung. Das heißt, die geht quasi bis zur Brücke... Das reicht ja auch, wenn man tatsächlich den Server selber betreibt. Okay. Genau, und dann aber zu dir sozusagen, also die Brücke packt das halt wieder ein und macht es wieder komplett End-to-End verschlüsselt, also Bridge-to-End. Okay, aber auf der Brücke selbst liegt es unverschlüsselt vor für einen kurzen Zeitraum. Für einen kurzen Zeitraum, genau. Es sei denn, man findet was, dass man das bridgen kann, ohne es zu entschlüsseln, aber gut. Ja, ja. Das gibt es noch nicht, okay. Aber das ist sozusagen auch, sind Baustellen, an denen auch viel passiert ist in letzter Zeit. Aber wenn ich den Server und die Bridge auf meinem Endgerät hätte, dann wäre es gelöst. Naja, dann hast du immer noch sozusagen dein Endgerät, ne, dem du trauen musst. Ja, ja, aber dem muss ich ja eh trauen, weil das entschlüsselt ja auch die Matrix und sonstigen Nachrichten. Genau. Für mich. Ja. Aber okay, je näher der Home-Server an mir, an meinem Terminal dran ist, desto besser. Ja. Okay. Und um ehrlich zu sein, Home-Server und Bridge müssen nicht auf demselben Gerät sein.
Also man könnte sozusagen auch zum Beispiel bei iMessage, jetzt hier alle Apple-User zuhören, also bei iMessage brauchst du halt ein iMessage-Device, was für dich die Nachrichten aufmacht, weil es bis jetzt da gibt es keine... Da läuft die Bridge dann drauf. Das heißt, du willst eigentlich zu Hause noch irgendein altes iPhone, iMac, irgendwas haben, der für dich die iMessage-Bridge macht. Da willst du aber nicht deinen Home-Server unbedingt drauf haben. Und genau. Ja, Bridges, wenn wir da eh gerade beim Thema sind, vor kurzem, also was gibt's so für Bridges? Natürlich diese ganzen Chat-Systeme, dann eine Bridge, die irgendwie, oh, die ist schon wieder. Eine Bridge, die irgendwie... Strom, glaube ich, dann. Ja, oder ich muss hier irgendwie die Settings ändern. Eine Bridge, die irgendwie auch echt useful ist, ist die GitHub-Bridge, wo also in GitHub reingebridged wird. Das heißt, du hast ein Projekt und wenn da drin ein Issue aufgeht, dann wird in dem Space... Projekt gleich Space, wurde einfach ein neuer Raum aufgemacht, nämlich Raute 67 ist dann Issue 67. Und wenn du da reinchattest, einen reinschreibst, dann ist das halt gleichzeitig ein Kommentar, im Issue. Und wenn in GitHub jemand das reinschreibt, dann landet das halt auch in diesem Raum. Das macht halt einfach das so Sprechen in Issues natürlich viel, viel einfacher. Oder es fühlt sich natürlicher an. Und das wurde gerade irgendwie komplett einmal neu gebaut. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen, wie hieß es? Webhooks? Matrix Hookshot. Das ist eine Bridge, die HTTP-Calls von außen annimmt als Bridge und dann halt entsprechende Dinge tut. Damit kann man halt natürlich GitHub einbinden. Also GitHub schickt halt Messages dahin. Jira, GitLab, aber eigentlich generic sozusagen. Mit der Hookshot-Bridge hast du eine Möglichkeit, von außen auf einem Chat-Server Dinge reinzugeben. Also das kannst du für Notifications oder für was auch immer für Dinge. Ist eine, glaube ich, sehr spannende Möglichkeit. Ist auch echt vor einer Woche oder so in der Version 0.1 rausgekommen. Aber das, glaube ich, bringt uns ziemlich weit nach vorne. Mir ist noch nicht so ganz klar, was ist da der Unterschied zwischen einem Bot-Anschluss? Was ist das Neue an dieser Hook-Bridge? Oder eine Bridge hat erstmal mehr Rechte als ein normaler User. Das heißt, du kannst da mehr Magic machen und kannst die vor allen Dingen auch auf der Serverseite machen. Also die Bridge läuft und dann wird da halt Code ausgeführt, um zum Beispiel von einem System ins andere zu übersetzen. Und genau. Und was wolltest du, was ist der Unterschied zwischen einer Bridge und... Mir ist noch nicht so ganz klar, was dieses Hookshot genau, was ist da das Neue? Da gibt's, das ist jetzt für GitHub, GitLab, Jira, etc. Dafür ist das gedacht. Genau. Und du hast ja bei GitLab, hast du ja... Da gibt es schon die Hooks. Genau, da gibt es dann schon die Hooks. Das heißt, ich kann auch einen Commit sozusagen direkt da rein... Genau, und du hast aber einfach auch Generic Webhooks. Also du kannst dann auch deine eigene Applikation machen und... Okay. Klingt... als wenn ich mir das mal anschauen sollte. Genau, hier übrigens, ja, The Mega Matrix Holiday Special 2021, als ich mich vorbereitet habe und so geguckt habe, was ist denn eigentlich dieses Jahr passiert bei Matrix, bin ich über diesen Artikel hier gestolpert, 2 Tage vor Heiligabend hat er den geschrieben, der Matthew, und das ist eine sehr gute Zusammenfassung, was so alles passiert ist. Da würde ich noch mal kurz so durchrennen und die wichtigsten Sachen irgendwie noch mal sagen. Genau, weil eine wichtige Sache ist, glaube ich, im September passiert. Sozusagen vielleicht Wichtigste, was Herr Spahn in den letzten 2 Jahren gemacht hat, zumindest wenn wir es aus der Zukunft betrachten. Im Augenblick denkt man zwar, dass irgendwie diese Corona-Bekämpfung irgendwie ganz toll war oder auch nicht. Aber er hat Matrix als den Kommunikationsstandard im deutschen Gesundheitswesen beschlossen. Da geht es jetzt im Februar los mit Firmen und Clients, die sich da lizenzieren können, um dann Kommunikationsinfrastruktur im deutschen Gesundheitswesen zu machen. Ich bin großer Hoffnung, dass dadurch viel Geld in Entwicklung, in Stabilität, in Audits und so weiter geht und wirklich das Matrix-Ökosystem einfach auf ein komplett neues Level in diesem Jahr oder vielleicht dann im nächsten, also im Jahr 2022 kommen wird. Genau, das geht auch schon los. Zum Beispiel die Firma Famitly hat hat auf Flutter einen Client gebaut,
der auch irgendwie Fluffy Chat, geiler Client. Kann auch Multi-Account. Genau. Ansonsten gibt es irgendwie Bridges nach Rocket Chat und Gitter. Slack, LinkedIn ist, glaube ich, auch dieses Jahr dazugekommen oder stable geworden. Anfang des Jahres wurde die FOSDEM, also was ja echt eine wirklich große Konferenz ist, wurde komplett über einen Matrix-Server abgefahren. Auch dieses ganze Thema, wo sind denn jetzt die Streams? Die werden einfach als Widgets in Räumen eingeblendet und dann haben die so Räume gebaut, die für die Speaker waren. Also es war halt nicht so, wie wir jetzt hier so sitzen, sondern so remote. Aber du saßt so remote in so einem Backstage-Raum. Also auch so das Thema Videoconferencing. Da hat sich einiges entwickelt natürlich. Dann ist Beeper Anfang des Jahres gestartet. Beeper ist von den Leuten, die Pebbles, Sie erinnern sich, die Pebbles, ja. Die haben jetzt einen Client rausgebracht und dieser Client ist dieses ganze Thema Multi-Accounts. Also Beeper HQ ist da die Webseite zu und mal gucken, was jetzt hier Stand der Dinge ist. Rödel, rödel, rödel. Ich glaube, die haben so 12, 15 verschiedene Clients drin. Gibt es hier irgendwo eine Liste? Hier. Also Insta, Twitter, WhatsApp, Matrix, Skype, Hangout, IRC, Discord, Telegram, kenne ich nicht. Das war Facebook Messenger. Ja, Facebook Messenger. Frag mich nicht, wieso ich das weiß. ist auf jeden Fall, kostet ein bisschen Geld, soll relativ gut funktionieren. Beeper HQ, also wer irgendwie keinen Bock hat auf Konfigurieren, kann sich bei Beeper HQ einfach einen Account klicken. Und das sind dann nicht einfach nur die Web-Oberflächen. Nein, das so sind nicht RAMBOX die Web, und so das ist genau das Problem. Ah, Unterschied zwischen Jabba und Matrix hast du vorhin gefragt. Der Unterschied zwischen Trillion oder RAMBOX und Matrix ist halt der, das ist nicht das Frontend, sondern wirklich, da läuft auf dem Backend etwas, was die Nachrichten dir reinholt und in dem Matrix-Format zu dir holt. Das heißt auch, ich gehe auf meinem Telefon und schreibe eine WhatsApp-Nachricht am nativen Matrix-Client und gehe danach an meinen Rechner und es ist genau da so. Und natürlich ist sozusagen, was ich noch persönlich so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man so Matrix-Signal, Telegram, irgendwas, so alles auf dem Telefon hat und das dann aber alles über den Matrix-Client auch nochmal kommt. Eigentlich, wenn man Matrix oder Beeper zum Beispiel mit macht, dann sollte man die anderen auch einfach deinstallieren, weil das nervt sonst. Genau, dann gibt es irgendwie lauter neue Clients sind rausgekommen, wie zum Beispiel Cini. Cini ist voll Sinn. Hatte ich hier hinten mal irgendwie kurz aufgemacht. Hier ist so ein ganz simpler Matrix-Client. Ist auch dieses Jahr irgendwie dazugekommen. Was haben wir hier noch? Hydrogen ist ein auch interessanter JavaScript-Client. Der ist so ein bisschen so für, da kann man hier so sich einzelne Fenster aufmachen. Das Interessante an dem Hydrogen-Client ist, dass er soll so ein bisschen den Elements-Client ersetzen. Er ist sehr schnell. Und das tut er dadurch, dass er im Browser eine Datenbank hat. Das heißt, er besteht aus zwei Komponenten. Das eine ist eine Index.db im Browser, wo die aktuelle Chat-History drin ist. Das heißt, du gehst rein, er lädt die Datenbank und der Chat ist relativ schnell da. Und dann fängt ein Worker an, von hinten mal zu gucken, irgendwie fragt den Home-Server, ist meine Datenbank eigentlich immer noch da? Und das Ding ist in JavaScript komplett ohne Frameworks geschrieben und wird wahrscheinlich so ein bisschen so der Next Generation JavaScript Client. Wie hieß das nochmal? Der heißt Hydrogen. Ah, Hydrogen, okay. Das war der mit den 6 Fenstern. Das ist der mit den 6 Fenstern, genau. Okay. Dann gibt es irgendwie ein Projekt, habe ich mir noch gar nicht angeguckt, heißt Keanu, ist auch Open Source, ist vom Guardian Projekt. Sodass so Journalisten ihren Kram irgendwie machen können. NeoChat ist natürlich vorangekommen, Fractal ist ein anderer Client, Siphon ist ein anderer Client, aber was noch spannend ist, ist The Board Populous und Matrix Highlight, weil das sind keine Chats, sondern das sind Applikationen, wie zum Beispiel eine Whiteboarding-Applikation oder so eine Annotation-Applikation, wo man auf einer Webseite Dinge Kollaboration. Ja, na, erstmal nur markieren kann, aber einen Kollaborationseditor, einen kollaborativen Editor auf Matrix-Basis gibt es auch. Also ich kann an beliebigen Webseiten was markieren, genau. Und okay. Und ja. Die mit
Leuten besprechen, sozusagen. Genau, dann in den Specs ist eine ganze Menge passiert. Die haben echt viele Specs implementiert, beziehungsweise sozusagen in die Specs mit aufgenommen, aber es sind irgendwie auch neue, eine Menge neue Proposals dazu. An der Elements Front, früher hieß das Ding Riot, jetzt ist es sozusagen, das ist einfach so der Hauptclient. Da ist das, was ich schon vorhin meinte, irgendwie Spaces passiert und Social Login, also OAuth, so die Möglichkeit, dass du aus einem anderen System, aus einer anderen Userbase dich auf einem Matrix-Server einloggen kannst. Ich muss mal ein bisschen hier irgendwie, ja genau, es gibt ein neues SDK in Rust, was vielleicht auch eine höhere Verbreitung bekommt. Überhaupt ist Rust eine Sprache. Das ist jetzt serverseitig, clientseitig, beides? Beides. Okay. Genau, es gibt auch einen, es gibt ja Synapse, ist der Hauptserver oder der Referenzimplementierung, aber es gibt auch den Dendrite in Go geschrieben und den Conduit in Rust geschriebenen Server. Also auch da gibt es schon eine Auswahl. Und alles Open Source. Und was alles, was ich sozusagen gefunden habe, ist Open Source. Ja. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es auch proprietäre Sachen gibt, ja, jetzt gerade in dem Gesundheitssystem oder vielleicht auch so bei der Bundeswehr. Oder es gibt halt auch viele Verwaltungen im Ausland. Also sie schreiben hier auch in dem Artikel. Wobei, je nach Lizenz können sie es gar nicht anders machen. Wenn es die AGPL ist. Matrix ist ein Protokoll. Klar. Ich kann aber meinst du wirklich, dass sie das from scratch in implementieren? Das kommt darauf an, was der Anwendungsfall ist, aber ja, okay, sozusagen es ist halt in gewisser Art und Weise auch eine relativ einfache API. Also es ist wirklich eine HTTP-API, das ist jetzt kein, es gibt nicht wirklich so einen State, den du machen musst. Das heißt, wenn du ein großes Projekt hast und sagst irgendwie, keine Ahnung, unser Verteidigungsministerium soll halt auf dieser Basis einen neuen Client bauen, dann kann man da auch Leute ransetzen und die hacken sozusagen das Ding runter. Genau, dann gibt es hier irgendwie Co-Matrix, gab es einen Vortrag vorgestern, glaube ich, ist ein Matrix-Server, wenn ich es richtig verstanden habe, der so für IoT-Devices ist. Dann ist, wie gesagt, in diesem ganzen Peer-to-Peer-Ding was passiert. Ach, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Also es gab früher immer so Gerüchte über Matrix ist langsam und es dauert ja ewig und so weiter. Und das lag zum einen daran, dass Synapse langsam war, aber das hat sich vor, glaube ich, anderthalb Jahren erledigt, weil sie da einfach einen großen architektonischen Unterschied gemacht haben und seitdem kann das Ding parallelisiert arbeiten und ist sozusagen extrem schnell. Die Matrix Foundation sagt, dass die ihren Matrix-User mit einer 3 oder 4 Gigabyte RAM-Maschine betreiben und die haben über 500.000 monatliche Monthly Returning User. Also was ich gehört habe, war speziell das Problem große Räume, weil ja die Verschlüsselung immer an jeden, also da kommt ja einiges zusammen, wenn man an jeden verschlüsselt. Das ist aber alles gelöst. Das ist also alles gelöst, große Räume, genau, haben und das hängt dann auch vor allem nicht am Server, sondern vielleicht am Client? Ja, was nicht gelöst ist, ist das Problem, wenn du eine Weile nicht online warst, in ganz vielen Räumen bist und ganz viel passiert ist, wird aber jetzt gerade gelöst mit SyncV3, das heißt dieses initiale, ich mache meinen Client wieder auf nach einer Woche und bin irgendwie in 1000 Channels mit 10.000 Nachrichten drin, das wird mit SyncV3 enorm schneller, also sie sagen hier irgendwie 30.000 bis 1,2 Millionen Mal schneller, einfach weil sie das Sync-Protokoll komplett einmal aufgeräumt haben. Jetzt fliegt uns so ein bisschen die Zeit weg. Genau, ich glaube, wir haben gerade ein Zeichen. Ja, wir haben Fragen aus dem Internet. Fragen aus dem Internet. Aus dem Internet, ja. Ich gebe mal weiter an Atoll. Sie hat da etwas für dich. Genau, also die Frage war, was mich bei Matrix abschreckt, ist der Ressourcenbedarf. Also alles wird immer überall gespeichert, ist gleich, braucht extrem viel Speicher und kann in Zukunft mit Quantenrechnern geknackt werden. Wie kann man das abstellen? Also, Auto-Purge. Genau, Auto-Purge. Also es ist sozusagen, du legst in einem Raum fest, was in dem Raum gespeichert werden soll. Und wenn du halt keinen Speicherplatz hast, dann sagst du halt irgendwie, Nachrichten sollen einfach wieder gelöscht werden. Und auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, naja, wofür benutzt du Matrix? Wenn du jetzt Matrix benutzt, zum Beispiel, um deine Filmlibrary abzuspeichern, dann macht es total Sinn, irgendwie ein paar Terabyte Plattenplatz in deinen Home-Server reinzupacken. Und dann kannst du halt deine Kumpels irgendwie in deine Videothek einladen. Also es ist so,
ist die Frage, was willst du machen? Ja, und zu der Frage irgendwie mit Quantencomputern, was war es? Mit Quantencomputer kann man später alles knacken. Das ist ja erstmal eine interessante These. Das ist, glaube ich, ein generelles Verschlüsselungsproblem. Damit kenne ich mich aber auch zu wenig aus. Ich weiß, dass bei Matrix jetzt auch immer wieder Reviews anstehen, was die Security sowohl auf der Protokollebene als auch natürlich die verschiedene Software ansteht, wo man halt auch, wo halt die Software, je nach Projekt natürlich auch sagt so, ey, was unsere Audits angeht, manchmal haben wir welche oder jetzt sind auch, glaube ich, für Elements des nächsten Januar wieder ein weiteres geplant. Ja, das ist sozusagen State-of-the-Art Kryptografie. Besser geht gerade nicht. Okay. Noch weitere Fragen? Ja, wann ist denn mit einer Bridge für Matrix zu rechnen, welche die Standalone-Beta-Funktionalität von WhatsApp-Web nutzt? Du weißt, die was nutzt? Die Standalone? Standalone-Beta-Funktionalität von WhatsApp-Web nutzt. Also ich glaube, das ist jetzt der Fall. Ich glaube, wenn was er meint, ist vielleicht früher brauchte man, und früher meint bis vor 2 Monaten oder 3, brauchte man immer noch eine laufende WhatsApp-Instanz, also im Zweifel irgendwie ein laufendes WhatsApp-Telefon, wo ein WhatsApp drauf ist, damit man irgendwie die WhatsApp-Bridge benutzen kann. Braucht man jetzt nicht mehr, bei WhatsApp hat halt so eine Multi-Device Beta-Feature eingebaut und damit kann man einfach über eine normale API mit WhatsApp reden. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was man auf einer politischen Seite als Forderung haben will. Man will einfach, dass Messaging-Anbieter, egal ob WhatsApp, egal ob groß oder klein oder wie auch immer, eine API anbieten und sagen, ey, über eine API kann ich auf meine Messaging-Daten zugreifen oder kann Messages an andere User zuschicken. Und das sozusagen muss einfach ein Messaging-Anbieter gewährleisten oder zumindest nicht blockieren. Und dann würde das schon reichen, dass man eigentlich von jedem Messenger zu jedem Messenger in einer gewissen Art und Weise irgendwie reden kann. Genau, ich wollte noch mal so auf einen Punkt hin, warum ist das Ganze wichtig? Ja, ist ja jetzt nicht irgendwie so, also es ist halt noch so ein Messenger, könnte man denken. Und diese riesengroße Company Facebook fängt jetzt an, irgendwie über das Metaversum zu reden und mal wieder. Und da sozusagen ist halt die Idee von wieder so einem zentralen System, wo dann irgendwie Nachrichten oder strukturierte Objekte, ja, 3D-Objekte oder 3D-Behavior oder so hin und her gesynkt werden muss. Und die Alternative dazu oder eine Ergänzung dazu oder eben auch eine Bridge da rein kann halt Matrix sein. Und Matrix ist in den letzten Jahren irgendwie schon weitreichend genutzt worden oder viele benutzen das. Und ich glaube, dass wir jetzt wirklich auch auf einer technologischen Ebene gucken müssen, wo geht's weiter? Nicht nur bei dem Thema Chat, sondern eben auch bei solchen Applikationen wie irgendwie Metaverse, dass wir da mit Matrix eine Möglichkeit haben, relativ schnell zu federierten Infrastrukturen zu kommen. Und insofern glaube ich, ist jetzt so das nächste Jahr da auch ein wichtiger Punkt, das nach oben zu halten und auch für das Ökosystem oder für Applikationen, Firmendienste aus dem Ökosystem eine Awareness zu schaffen. Vielen Dank, Dirk. Vielen Dank, T. Wir haben es jetzt 21.45 Uhr. Wir werden jetzt noch die 19 Uhr ist die richtige Veranstaltung. News Show nachholen und dann geht's los mit den Coffeebots. Wir haben schon den Truck der Coffeebots hier vor der Tür. Die müssen ganz schnell ihre Bühne noch aufbauen und ja, wir sehen uns dann um 22 Uhr wieder und viel Spaß mit der News Show. Bis gleich. Thank you so much, Flipke, for taking the time and for all the work you do. I think it's certainly very important, and with all the stuff going on at the moment, it's even more important. Like in every show, we also like to introduce one of our amazing chaos channels to you. And this time it's one of my personal favorite hackerspaces. It's an
space station, actually, and I guess some of you might already know what I'm talking about. Of course, it's the Seabase. Willkommen an Bord der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Wir haben hier drei Bühnen und ein Studio für euch aufgebaut und produzieren Vorträge. Das Ganze findet unter 2G-Plus-Bedingungen statt. Das heißt, alle Mitwirkenden müssen geimpft und täglich getestet sein. Wir produzieren ungefähr 30 Vorträge und sind 24 Stunden, 4 Tage für euch da. Viel Spaß! Wow, that was most certainly amazing, and there are still more amazing teams and channels coming your way. So stay tuned. Everything is licensed under a CC by 4.0, and it is all for the community to download for everybody.